sieht schlecht aus. Ah gut, hier wäre der Flint gewesen. Naja. Gut, aber hier haben wir doch ein Boot. Genau. Gut, dann nehmen wir das Boot auf jeden Fall mit. Genug anderes Zeug sollten wir ja haben. Oder muss ich aber die Musik auf jeden Fall leiser drehen? Sorry, sorry, sorry. Irgendwie das Setup hat sich hier die letzte Zeit über tatsächlich ein bisschen selbstständig gemacht. So. Gut. Dann wollen wir mal das Boot zu Wasser. Das Boot zu Wasser lassen, genau. Das Boot zu Wasser lassen. Gut, wo wollen wir denn mal hin? Wir sind jetzt hier oben. Und hier, was denn hier? Haben wir das selbst gebaut? Das sieht ein bisschen so aus, ne? Sieht ein bisschen aus wie so eine Struktur, die wir da gebaut haben. Ich will da eben mal kurz gucken, was da vorne ist. Bin ich jetzt gerade mal interessiert, was da ist. Wir hauen hier in das Boot mal eben kurz einen Turbo-Modus rein. Und schauen mal, was uns da erwartet. War hier... Hier war doch das mit Dings. Ach, sag schon. Hier war doch das mit der Lava, oder nicht? Hier haben wir doch auch Lava rausgeholt oder Obsidian oder so. Hier ist ein bisschen Lava. Okay. Aber Lava haben wir, wie gesagt, eigentlich genug. So, hier kommen wir jetzt... Okay, ein bisschen wüstenähnliches Biotop. Was ist denn hier rechts? Ach, war ich hier schon mal? War hier auch Lava? Hier sind nämlich Pferde eingesperrt. Holy. Und eine Biene an der Blume. Ich war hier scheinbar schon mal. Ich habe hier schon mal Pferde eingesperrt. Ich weiß von nichts. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Vor allem, du musst dir vorstellen, die Pferde sitzen hier schon 100.000 Jahre gefühlt. Aber ich kann euch gerade nicht helfen. Ich weiß nicht, wie ich euch darüber kriegen soll. Muss ich mir erst noch was zu einfallen lassen. Ach, mit einer Leine. Mit einer Leine könnte ich die holen. Ich lege die in die Leine um und dann gehe ich ins Boot und fahre und die schwimmen quasi hinterher. Habe ich eine Leine daheim? Müsste ich, weil ja irgendwann mal, glaube ich, auch ein Händler vorbeigeschaut hat. Okay. Sollen wir hoch oder sollen wir runter? Oder zumindest hier so rüber. Ist hier irgendwas? Nee. Oh, was sehen meine müden Augen denn da oben? Wir fahren auf jeden Fall hier rüber. Denn da vorne ist nochmal ein Piratenschiff. Zumindest das, was davon noch übrig ist. Und da schauen wir jetzt mal eben, was da so ist. Was da so geht. Hier ist ein Zombie, ein Unterwasser-Zombie auf jeden Fall. Der jetzt wahrscheinlich auch gerade hochkommt. Die mal abchecken will, was hier geht. Da kommt er gerade. Ja, komm. Ja, komm. Ist alles gut. Ja, komm her. Ich habe keine Angst. Komm her. Sehr gut. Nice. So, jetzt schmeißen wir uns hier nochmal eben ins Boot, paddeln darüber. Und dann gucken wir gerade mal, was hier so geht. Oh, hier ist ein Händler irgendwo. Hier
Hier ist doch ein Händler irgendwo. Ach, da unten. Da wäre auch dann das Problem mit der Leine geklärt eigentlich, ne? Aber wir gucken erstmal hier eben auf dem Piratenschiff, was hier so geht. Hier sollte ja, genau, hier sollte eine Kiste sein. War ich hier schon mal? Ah, ich glaube, ich war hier schon mal. Und habe einfach meine vorherigen Sachen einfach hier reingeworfen. Sehr gut. Aber ich glaube, ich habe auch Leinen schon daheim. Oh, da liegt ja eine. Ja, das ist natürlich sehr komfortabel. Na gut, dann haben wir das Problem hier direkt gelöst. Hier ist nochmal ein Tauchroboter. Unter Wasser. Und wir schauen mal, was hier so geht. Ich habe mir natürlich jetzt kein Bett mitgenommen. Da oben ist ein Skelett. Steht da schön entspannt. Hier geht es irgendwo rein. Okay, wir sind jetzt, glaube ich... Ist jetzt nur eine Insel gewesen? Warte mal, lass mal eben kurz gucken. Okay, gut, aber wir sind jetzt schon auf dem Weg in ein Becken. Hätte ich jetzt mal gesagt. Also nicht mehr in ein offenes Gewässer, sondern in ein Becken. Aber vielleicht ist es auch ein offenes Gewässer. Ich kann es jetzt gerade noch nicht einschätzen. Da links ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen Lava, deswegen ist da auch Licht. Irgendetwas anderes sieht man gerade nicht. Da ist nochmal ein Getier unter Wasser. Oder? Oder was ist da? Ah, nee. Magma. Okay. Oh. Wir sind auf Riff gelaufen, Herr Kapitän. Stell dir vor, du bist irgendwie alleine aus so einem kleinen Ruderschiff. Und machst genauso wie ich und paddelst irgendwo so über so einen Ozean. Und du machst so einen richtigen Jack Sparrow-Style und laberst einfach mit dir selbst. Oh, ich glaube, ich stelle mir das richtig creepy vor. Also so im Vornherein stelle ich mir das ziemlich creepy vor. Ich meine, gut, wenn du dann in der Situation bist, dann ist es ja schon auch irgendwie Normalität, ne? Aber so im Vornherein... Okay, schon ein leichtes Kribbeln gerade und ein bisschen Gänsehaut. Einfach nur beim Gedanken daran. Ja, weil du halt, du bist alleine, aber du bist auch nicht alleine. Aber du weißt natürlich trotzdem auch irgendwie, zumindest ist so das, was man dann auch immer so gesagt bekommt. Ja, man kriegt auch nicht mehr so wirklich mit, was außenrum wirklich passiert. Ja, sondern... Das ist ja dann mehr wie so eine Traumwelt, die dann da erschaffen wird. Okay, da hat jemand Bock. Und das schön oben runter geplumpst. So, da hinten ist unser Waldhaus. Hier ist nochmal ein bisschen Magma wahrscheinlich. Wir sind jetzt hier oben. Okay, hier ist jetzt tatsächlich eine Insel. Wollten ja eher mal gucken, ob irgendwo ein Lager ist oder so, oder ein Dorf. Das sollten wir vielleicht hier oben mal weiterfahren, ne? Und hier mal schauen, ob da irgendwas los ist. Boah, das hier ist cool, so eine einsame kleine Insel. Ein paar Bäckelscher drauf. Einfach mal nur so. Einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. So, was haben wir denn da vorne? Schönes. Was haben wir denn da vorne? Schönes. Kommen wir denn da mal zu irgendwas Interessantem? Okay, ich kann jetzt gerade noch nichts sehen. Mal lass mal eben kurz auf. Ist hier ein Delfin?
Da ist ein Delfin. Hallo. Oh, schön. Hey, hallo. Fast keine Luft mehr gehabt. Und vielleicht sollte man auch ein bisschen in der Nähe vom Boot bleiben. Sorry, kleiner Kumpel. Und wenn ich mein Boot verliere, dann bin ich leider etwas aufgeschmissen. Fahre ich jetzt gerade wieder hier in dieses Ding rein? Ja, ne? Ich habe mir gerade schon gedacht. Warte mal. Dann fahren wir... Komm, wir machen das was ganz Verrücktes. Richtig verrückt. Wir fahren jetzt einfach hier hoch. Wir gucken jetzt einfach hier oben und gucken mal, was da kommt. Wir fahren jetzt hier einfach direkt wieder zurück. Und gucken einfach mal, dass wir geradeaus hier rausfahren. Einfach mal gucken, was da geht. Warte mal, ich schmeiß mal eben hier das verrottete Fleisch noch raus. Ja, kleiner Kumpel. Vielleicht kannst du ja mit dem verrotteten Fleisch irgendwas anfangen. Oh, voll cool mit den Delfinen. Und ich schwimme sogar hinterher. Das sieht man rechts oben auf der Karte, so ein bisschen zumindest. Hallo. Voll cool. Dass sie einem so hinterher schwimmen. Oha. Seetang. Was auch immer. Irgendwie, ganze Schlingpflanzen so an der Oberfläche vom Wasser, wo man eigentlich früher in irgendwelchen Baggerseen einen riesen Bogen drum gemacht hat oder einfach Augen zu und durch. So war das bei mir immer. Oh Gott, also, da kriege ich auch direkt wieder Gänsehaut bei sowas. Oha, da unten haben wir was. Da unten ist irgendwas. Und da sind auch einige Gegner. Ach, da sind wieder so Fische. Oha, da müssen wir ganz schnell weg. War ich nämlich letztens, ja, was heißt letztens, ist auch schon wieder ein bisschen her, auf meinem Community-Server und da bin ich auch mal durch die Gegend gefahren mit dem Boot und da kamen die auch und dann ging es ab. Die haben richtig Remedemi gemacht. So, und jetzt fahren wir einfach unserer kleinen Zivilisation entfliehend, weil die auch schon wieder eine gewisse Größe erreicht hat. Gen Horizont fahrend. Wie mit dem alten Lied der Seefahrer. Das Unbekannte erforschen. Und ja, um einfach herauszufinden, was die offene Welt für uns so parat hält. Um einfach zu sehen, was hinter dem Horizont, außer Delfinen, noch so alles ist. Das Wetter war gut und es war windstill, was natürlich mit so einer kleinen Schaluppe mit ein paar Paddeln dabei sehr komfortabel ist. Und da war wieder Seetang. Zum zweiten Mal. Ist hier in diesen Gewässern irgendwas? Irgendwas, was Seetang dazu bringt, an der Oberfläche des Wassers zu schwimmen? Und dort... Am Anfang des Horizonts, am Ende des Horizonts. Land in Sicht! Land in Sicht! Land in Sicht! Es war nur eine kleine Insel. Ja, es war sogar ein Berg. Aber es war schön, mal wieder ein Stückchen Erde nach dieser Reise zu sehen. Wann würden Sie das nächste Stückchen Erde sehen? Sie wussten es nicht. Es war vollkommen unklar.